Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Shadowbringer. Und wir sind gerade in Alamigo, denn wir sollen uns mit der Jesseischen Allianz treffen und ein bisschen beratschlagen, was nun passieren wird, da, sagen wir mal, die Gallier leichte Probleme untereinander haben. Aber hey, wir werden noch mehr erfahren, also ich würde sagen, wir legen einfach los. Yo, Maxima, also erzähl mal. Ich werde euch nun in den Besprechungsraum im Palast führen. Unser Überraschungsgast sollte uns bereits gemeinsam mit dem Kommandanten dort erwarten. Wer das wohl ist? Yo, Raubi! Was geht ab? Ah, Gaius. Oberkommandant Rauban, unsere Gäste vom Bund der Morgenröte sind soeben eingetroffen. Sei gegrüßt. Es ist schön, dass du kommen konntest. Wir haben uns ja seit der Schlacht in der Gimlet-Finsternis nicht mehr gesehen. Es tut wirklich gut, dich gesund und munter wiederzusehen. Wie ich vom Bund hörte, bist du seither in eine andere Welt gereist. Deine Taten übersteigen wahrlich meinen Horizont. Darüber musst du mir später mal bei einem ordentlichen Humpen mehr erzählen. Doch zunächst gibt es Dringendes zu besprechen. Jedenfalls, wenn es stimmt, was unser Besucher hier zu sagen hat. Ich schätze, ich muss euch nicht miteinander bekannt machen. Die Heldin Eoseas. So sieht man sich wieder. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich bin nicht hier, um die Klingen mit dir zu kreuzen, sondern um vor einer neuen Bedrohung zu warnen. So verrückt es klingen mag, ich glaube ihm. Mit nichts weiter als zwei Begleitern taucht er ausgerechnet hier in Alamigo auf, dem Land, das er selbst zu unterjochen half. Sicher, ich hätte große Lust, ihm den Hals umzudrehen. Doch ich bin gewillt, ihm einen Vertrauensvorschuss zu geben. Schätze, das wäre geklärt. Nun, ihr habt vielleicht schon von Estinien gehört, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Für kurze Zeit kämpften wir als Verbündete Seite an Seite. In der kaiserlichen Hauptstadt wurden wir Zeugen, wie Zenos seinen eigenen Vater, Kaiser Varys, niederstreckte. Die Leibgarde des Kaisers verdächtigte natürlich uns und wir mussten uns aufteilen, um ihnen zu entkommen. Bei seiner Flucht traf der Drachenreiter auf eine gewaltige Magitek-Maschine, der nur mit Mühe Einhalt gebieten konnte. Also ich fand, die war relativ easy zu killen, aber okay. Als mir diese Geschichte zugetragen wurde, traute ich zuerst meinen Ohren nicht. Doch weitere Nachforschungen haben den Verdacht bestätigt. Die Galear haben eine neue Ultima-Waffe entwickelt. Eine neue Ultima-Waffe? Das Werkzeug, mit dem das Kaiserreich ganz Eorzea tyrannisieren wollte? So ist es. Ein allergisches Abwehrsystem, erschaffen, um Primae zu besiegen. Einst wiedererweckt von einem törichten Narren, der nach der Pfeife eines Aschiens tanzte. Und wie wir alle wissen, konnte sie letzten Endes nur von der Heldin Eoseas zerstört werden. Wir entdeckten die Waffe damals in den allergischen Ruinen unter Alamigo. Ich hatte die Rekonstruktion dieser Technologie für unmöglich gehalten, doch wie es scheint, wurde die Forschung im Geheimen weitergeführt. Meinen Informationen nach steckt die 7. Legion hinter den Plänen für die neue Ultima-Waffe. Die 7. Legion? Ich dachte, die sei vor 5 Jahren bei der Schlacht von Cattenau ausgelöscht worden. Und auch Nael Phandanus hat die 7. Katastrophe nicht überlebt. Beides ist richtig.
Die siebte Legion wurde vollständig aufgerieben und nur einige wenige überlebten. Doch sie wurde offenbar neu formiert. Es ist eine komplett neue Einheit. Mir ist allerdings nicht bekannt, wer sie im Moment führt und diese finsteren Pläne vorantreibt. Nach der Neuformierung der Legion wechselte das Kommando mehrfach. Doch ich kann mit Gewissheit sagen, dass sich mehrere dieser Maschinen in Entwicklung befinden. Eine davon ist bereit, auf Eorzea losgelassen zu werden. Wir haben versucht, auch diese zu zerstören. Doch gegen ihre überwältigende Macht konnten wir nicht viel ausrichten. Also haben wir uns zurückgezogen und beschlossen, die Allianz vor der drohenden Gefahr zu warnen. Kaum sind die Flammen des Krieges erloschen, wird anderswo ein neues Feuer entfacht. Sobald wir die Nachricht erhielten, wurde die Eorzeische Allianz in der Gimlet-Finsternis in Alarmbereitschaft versetzt. Und es wurden Pläne für einen Präventivschlag geschmiedet. Und deshalb haben wir dich rufen lassen. Schließlich hast du dich bereits einmal der Ultima-Waffe gestellt und sie zerstört. Wir möchten, dass du dich einem Sonderkommando anschließt. Natürlich wäre es einfacher, wenn wir die Exegeten vom Bund der Morgenröte an unserer Seite wüssten. Aber ich hoffe, dass wir auch ohne ihre Unterstützung auf dich zählen können. Überleg es dir und melde dich bei unserem Offizier, sobald du bereit bist. Bislang jagte ich die Ashians allein aus Rachsucht. Aber jetzt ist es wohl an der Zeit, mich meiner eigenen Vergangenheit zu stellen. Früher waren wir erbitterte Feinde. Ich weiß, ich bin nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Aber wenn du dich dieser Mission anschließt, stehen unsere Chancen wesentlich besser. Ich werde mich zur Front begeben und die Soldaten dort nach besten Kräften unterstützen. Die Bedrohung durch diese neue Ultima-Waffe ist ohne Frage gravierend. Doch genauso wichtig ist es, nun schnell die Exegeten zurück in die Ursprungswelt zu holen. Und nur du hast die Fähigkeit, in die erste Splitterwelt zu reisen. Ich weiß, es ist schwer zu sagen, was jetzt wichtiger ist. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Was mache ich nur? Das scheint der Offizier zu sein, von dem Raubahn sprach. Sieht nach einem General der Befreiungsarmee aus. Wenn du bereit bist, die neue Waffe des Kaiserreichs auszuschalten, solltest du dich bei ihm melden. Andererseits mache ich mir große Sorgen um die anderen Exegeten. Wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Falls du dich entschließen solltest, in die erste Splitterwelt zurückzukehren, sprich doch einmal an, ja? Wir sollten uns beratschlagen, welche Informationen wir unseren Freunden in der anderen Welt mitteilen. Okay. Oh, das ist nur eine Plusquest. Alles klar, also unnötig. Hi. Das Wesen des Kristalls. Du hast dich also entschlossen, in die erste Splitterwelt zurückzukehren? Dann würde ich dich gerne darum bitten, den anderen zwei Dingen mitzuteilen. Zum einen sollten sie wissen, dass Zenos wieder in seinem eigenen Körper steckt und dass er den Kaiser erschlagen hat. Und dann ist da die Bedrohung durch die neue Ultima-Waffe. Ah, und sag ihnen, dass ich alles tue, um ihre Körper hier zu erhalten. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder, Historia. Alles klar, bye. Yo, Kristallexach. Ah, Historia, du scheinst im rechten Augenblick. Wir haben Fortschritte bei unserer Nachforschung gemacht. Bringst du Neuigkeiten? Ja. Ich verstehe. Es geht um Ereignisse in der Ursprungswelt.
Ich schlage vor, wir versammeln alle und tauschen unsere Informationen gemeinsam aus. Ich werde unverzüglich nach Ihnen schicken lassen. Ich bitte um einen Moment Geduld. Okay. Yo, Leute, juhu! Also gut, damit werden wir wieder alle versammelt. Am besten wir hören uns zunächst an, wie die Dinge in der Ursprungswelt stehen. Okay, dann beginne ich mal. Eine neu entwickelte Ultima-Waffe. Da ist Gaius Hilfe willkommen, wenn auch etwas überraschend. Und das ist nicht die einzige Überraschung. Ich frage mich, was nun aus Garlemald wird. Die Hauptstadt ist in offenem Aufruhr. Und mittendrin Xenos, der sich seinen Körper zurückgeholt hat. Mir schwant Übles. Eine höchst brisante Situation, kein Zweifel. Unsere Rückkehr in die Ursprungswelt drängt mehr denn je. Apropos Rückkehr. Wie ihr alle wisst, arbeiten wir an der Entwicklung eines neuen magischen Gefäßes für eure Seelen. Der weiße Aurazit dient dabei als Basis. Mit Uriangés und Begluks tatkräftiger Hilfe war unsere Arbeit von Erfolg gekrönt. Dank unserer geballt gebündelten Anstrengungen ist es uns gelungen, die ursprünglichen Eigenschaften des Auraziten zu übertreffen. Wir haben das neue Gefäß Wesenskristall getauft. Es erlaubt, mit einem gewissen aufwendigen Aufwand, sowohl Seele als auch Erinnerungen eines Subjekts aufzunehmen. Allerdings? Wir haben doch nun, was wir brauchen. Gibt es ein Problem? Nun ja, wir haben das Gefäß. Was uns jetzt fehlt, ist ein Weg, die Erinnerungen zu übertragen. Aber dafür benötigen wir die einzigartige Gabe des Kristallexarchen. Ich glaube, ich verstehe. Das Blut, das in den Adern des Kristallexarchen fließt, es ist eine Art Katalysator. Und dieser fehlt dem Wesenskristall. Ganz recht, Ishtola. Um die Erinnerungen in den Wesenskristall zu übertragen, müssen wir die Gabe der allagischen Kaiserfamilie imitieren. Somit haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir entwickeln eine neue Übertragungsmethode für die Erinnerungen, oder wir finden einen Weg, mein Blut direkt als Katalysator an das Gefäß zu binden. Zu diesem Zweck durchforsten wir gerade die Forschungsergebnisse der alten Allager, die hier im Turm archiviert wurden. Aber das ist gar nicht so einfach. Allagische Magietheorie ist wie ein Zauber mit 7 Siegeln. Schließlich entstammt sie einer uralten Kultur, die schon lange nicht mehr existiert. Die Materie ist unwahrscheinlich ungeheuerlich kompliziert. Aber es gibt einige Ähnlichkeiten mit meiner eigenen Forschung. Und so werde ich euch meine expertenhafte Expertise gerne weiterhin zur Verfügung stellen. Mir ist bewusst, dass die Zeit drängt. Jetzt mehr denn je. Aber ich werde mein Versprechen halten und einen Weg finden. Ich bitte um noch etwas Geduld. Ich werde euch nicht enttäuschen. Verzeiht die Störung. Lyna, gibt es ein Problem? Nun, also nicht direkt. Ich muss jedoch dringend die Kriegerin der Dunkelheit sprechen. Ich sah sie vorhin den Kristallturm betreten. Wenn du mir auf ein Wort nach draußen folgen würdest? Und ich bitte nochmals um Entschuldigung für die Störung. Warum will sie die Sache nicht hier besprechen?
In letzter Zeit benimmt sie sich wirklich sonderbar. Hast du was dagegen, wenn ich dich begleite? Im Moment bleibt uns ja nichts anderes übrig, als zu warten. Was will sie wohl von uns? Naja, wir werden schon erfahren. Lynas Bitte. Puh, ein Glück, dass ich mich dir anschließen konnte. Nach dem schier endlosen Gestöber in den staubigen Büchern im Kabinett der Kuriositäten kann ich etwas frische Luft gut gebrauchen. Und wie es scheint, hält Lina mit irgendetwas hinterm Berg. Wollen wir ihr nach draußen und fragen, was sie auf dem Herzen hat. Jo, auch meine Idee. Hopp, hopp. Abmarsch. So, wo ist sie? Ah, okay. Und die Stufen runter. So. Danke, dass ihr meiner Bitte nachgekommen seid. Ich möchte nicht lange um den heißen Brei herumreden. Die Zeit drängt ein wenig. Im Seenland ist ein streunender Sündenvertilger gesichtet worden. Man hört immer wieder Gerüchte von einzeln umherwandernden Sündenvertilgern. Und das, obwohl die Welt eigentlich vom Licht befreit sein sollte. Dass nun einer hier auftaucht, ist beunruhigend. Sollten wir den anderen nicht lieber auch Bescheid sagen? Ich glaube, das ist nicht notwendig. Meine Späher berichten mir, dass es sich um einen Einzelgänger handelt. Die Stadtwache sollte dazu imstande sein, ihn alleine zu erlegen. Aber um sicher zu gehen, hielt ich es für besser, noch einmal auf die Fähigkeiten der Kriegerin der Dunkelheit zu vertrauen. Außerdem glaube ich, dass es der Moral der Truppe zugute käme, noch einmal an deiner Seite zu kämpfen. Zumal nicht alle Soldaten der Stadtwache ihre Feuertaufe erhalten haben und diejenigen, die sich bereits im Kampf bewiesen haben, werden träge. Ein wenig Übung für meine Truppen kommt mir gerade recht. Was antwortest du? Ein Kinderspiel, den Sündenvertilger knöpfen wir uns gleich vor. Das klingt nach einer Aufgabe für Alfino. Er wollte sich sowieso die Beine vertreten. Na, aber sie will ja uns also so. Alfino ist eh mit dabei. Dann wäre das geklärt. Ich habe einen kleinen Kommandotrupp zusammengestellt. Begeben wir uns zunächst zur Jobfeste. Alles klar. Ah, so, das sehen wir schon. Okay. Jo. Und, wohin ist er? Wartet einen Moment. Ich versammle rasch die Mitglieder unseres kleinen Kommandos. Okay. Wie viele Mann kriegen wir? 40, 50, 60? 3. Okay. Du wirst dich vielleicht nicht erinnern, aber du hattest bereits Gelegenheit, mit allen Mitgliedern dieses Kommandos zusammenzuarbeiten. Sie haben sich freiwillig gemeldet, weil sie unbedingt an der Seite der Kriegerin der Dunkelheit kämpfen wollten. Jede einzelne verehrt dich wie eine Heldin. Vielleicht sprichst du kurz mit ihnen. Ich wurde beim Angriff der Sündenvertilger auf Ostals Befehl verwundet. Und es stand schlecht um mich und meine Kameraden. Ohne dich wäre es um mich geschehen gewesen. Deine Selbstlosigkeit hat mir neue Hoffnung gespendet. Ich wollte dir schon immer danken. Aber nun, da ich vor dir stehe, fehlen mir die Worte. Du bist ein großes Vorbild für mich und es wäre mir eine Ehre, an deiner Seite in den Kampf zu ziehen. Auch ich war an jenem schweren Tag zugegen. Eine Kameradin war dabei, sich in einen Sündenvertilger zu verwandeln und ich musste sie erlösen. Bis heute verfolgt mich der Blick ihres bleichen Gesichtes. Aber wenn dein Beispiel mich eines lehrt, dann, dass es immer Hoffnung gibt. Ich werde ihr Andenken ehren, indem ich meine Klinge wieder fest ergreife und sie gegen jene richte, die das Leben meiner Freunde bedrohen.
Ich werde nicht verzagen. Es ist mir eine Freude, dich wiederzusehen, Kameradin. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, dass du für Operation Sandmann den Amaro bestiegst, um das Orakel des Lichts aus den Klauen Julmas zu befreien. Es ist schon merkwürdig. Vor kurzem waren die Soldaten Julmas noch unsere erbittertsten Feinde. Doch seitdem ein frischer Wind auf Glusia weht, arbeiten wir mit ihnen Hand in Hand, um den Frieden zu bewahren. Eigentlich fehlt noch ein Kommandosoldat, aber... Ich bitte, die Verspätung zu entschuldigen. Ich habe einen alten Herrn nach Klarschmelze begleitet und bin soeben erst zurückgekehrt. Deine Hilfsbereitschaft ist lobenswert, Soldat. Aber wir sind nicht der freundliche Bürgerdienst von nebenan. Militärische Pünktlichkeit ist unabdingbar. Wie sieht das denn aus? Unser Ehrengast, die Kriegerin der Dunkelheit, hält uns womöglich noch für irgendeine abgehalfterte Heckenmiliz. Ich bin untröstlich. Es soll nicht wieder fortkommen. Ich heiße Dyla. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht mehr an mich, aber wir haben uns schon einmal in der Spackrig getroffen. Bei einem Kampf mit den Sündenverdelgern hatte ich meinen besten Freund verloren. Ich hatte dich gebeten, dem Kristallexachen von seinem Opfer zu berichten. Damals hatte ich ja keine Ahnung, dass du die Kriegerin der Dunkelheit bist. Ich erinnere mich, wie er zum Schluss, bevor er die Augen schloss, den Nachthimmel erblickte und sich über seine Schönheit freute. Seither habe ich mir seine Worte sehr zu Herzen genommen. Als das Licht die Welt überflutete, wirkte alles eintönig, fad und trostlos. Doch, als sich nach und nach der Schleier lüftete, wurde ich all der Schönheit in der Welt gewahr. Das Leuchten des Kristallturms, wenn die ersten Sonnenstrahlen des Tages auf ihn fallen, das strahlende Blau des Himmels, über den die Wolken wie Schiffe übers Meer ziehen und immer wieder aufs Neue die fantastischen Formen zaubern. Und der Nachthimmel erst, das schier unendliche Sternenmeer, das still am Himmelszelt glitzert und zum Träumen einlädt. Es ist einfach unbeschreiblich schön. Das war es, was ich so an ihm liebte. Seine Tagträume, seine Bewunderung für die Schönheit der Dinge. Dieses Geschenk, das du ihm machtest, indem du uns den Himmel zurückgabst, werde ich nach Leibeskräften verteidigen. Solange ich wachen stehe, soll der Frieden bewahrt sein. Jetzt an deiner Seite zu stehen, ist die größte Ehre. Wie du siehst, sehen wir unseren Dienst nicht nur als bloße Broterwerb. Wir erfüllen jeden Tag aufs Neue mit Herz und Seele unseren Auftrag. Das gilt natürlich auch für die Speer, die für uns den Sündenverdelger im Auge behalten. Sie werden sicherlich mindestens genauso erfreut sein, dich zu sehen wie der Rest der Truppe. Ich glaube, wir haben genug Zeit vertrödelt. Begeben wir uns zum nördlichen Sammelpunkt und hören uns an, was unsere Speer zu berichten haben. Aber zu den Speern gehen wir erst das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns in Final Fantasy 14. Bis dahin, ciao!